Wahrscheinlich hat sich jeder von euch da draußen schon mal gefragt, welchen Reifen montiere ich mir als nächstes an mein Mountainbike? Oder ist der Reifen, der jetzt am Rad drauf ist, der ideale Reifen für mich? Es geht in dem Video aber überhaupt nicht um Marken. Es geht überhaupt nicht um Marken. Es geht um ganz was anderes. Heute gibt es kein Marketinggeschwurbel oder irgendwelche Versprechen, dass irgendein Reifen von irgendeinem Hersteller besser ist wie ein anderer. Wir werden einen genauen Blick darauf werfen, was wirklich der beste Hinterreifen oder der beste Vorderreifen für dich da draußen sein kann oder sein wird. Nachdem es ja draußen mehr Reifen wie Sand am Meer gibt, habe ich hier für die richtige Wahl des Hinterreifens eine kleine Übersicht, Reifenauswahlkriteriumsübersicht zusammengestellt. Speiche, Felge, Reifen, dann sollte ich grundsätzlich Felgenbreite, sagen wir X, gesamte Reifenbreite maximal 2X, damit ich mir nicht einen zu breiten Reifen auf meine Felge drauf dengle und das Ganze dann sehr ballonartig auf einer kleinen Fläche thront. Das wollen wir nicht. Das gilt grundsätzlich für Vorderreifen und Hinterreifen gleichermaßen. Welche Reifen von den vielen Reifen, die es da jetzt gibt, sollte ich mir jetzt aber an mein Bike dengeln? Beginnen wir mit dem ersten und fast wichtigsten Punkt. Fahre ich mehr auf befestigten, harten Böden, mehr auf gerölligen Böden, fahre ich mehr bei Sonnenschein, dann können mir auch kleinere Stollen durchaus hilfreich sein, ordentlichen Grip zu gewährleisten. Rockracer heißt der. Man, das ist jetzt von einer Firma, die hier nicht näher genannt werden soll, aber solche Reifen hat quasi jedes Unternehmen, das was auf sich hält im Programm. Will ich einen Hinterradreifen, den ich vorzugsweise in trockenen Bedingungen verwende, dann brauche ich mir am Hinterrad nicht solche Megastollen draufschrauben. Machen wir es kurz, am Hinterrad darf ich ruhig einmal ein bisschen schlankeres Profil haben, aber dafür vielleicht ein bisschen breiter, mehr Volumen, ein bisschen weniger Luft und schon habe ich tadellosen Grip, ohne dass ich mir irgendwelche speziellen Megastollen draufschnallen muss. Ich brauche keine hohen, tiefen Stollen, die sich in den weichen Boden reingraben können, wenn ich ohnehin nicht bei weichem Boden fahre. Wo fahre ich? Bei welchem Wetter fahre ich? Blase ich über alles drüber, erbarmungsloses Geballer ohne Rücksicht auf Verluste, dann werde ich vermutlich einen gröbstölligeren Reifen brauchen, mit einer dickeren Karkasse, der meiner wilderen Gangart angemessen ist. Wichtig ist aber, auch wenn ich eigentlich keine allzu grob bestolligten Reifen brauche, so wo ich fahre, so wie ich fahre, kann es dennoch sein, dass die wildere Gangart von mir es verlangt, dickere Karkassen zu wählen. Und da sind wir jetzt beim nächsten Punkt. Ist mir wichtig, dass ich pannenfrei nach Hause komme? Ist mir wichtig, dass ich währenddessen genug Grip habe? Pannen sind mir aber weniger wichtig. Ist es mir wichtig, dass es gut rollt? Die Mittelstollen sorgen für Vortrieb und Bremskraft am Hinterreifen. Wenn ich da so eine durchgehende Flanke habe, dann ist es am Hinterreifen cool, weil dann habe ich eine Batzen-Bremskante. Da kann ich bremsen wie narrisch. Klassischer Superbremser ist die Big Betty. Rollt Hölle schlecht, bremst Hölle gut, weil eben die so schön querliegende Dinger hat. Sollte man aber auch nur am Hinterreifen verwenden. Am Vorderrad montiere ich mir sowas nicht. Nicht freiwillig, auch nicht unter Zwang. Rollwiderstand, Grip und Pannenfestigkeit hat einen ausschlaggebenden Einfluss darauf, ob die Reifen, von denen ich meine, dass ich zum Beispiel ohnehin nur im flacheren befestigten Gelände, da reichen mir kleinere Stollen am Hinterrad, da brauche ich nichts grobstolliges, ich will aber Pannensicherheit haben, dann brauche ich eine dickere Karkasse. Dann kann ich mir zwar kleinstollige Reifen besorgen, brauche aber die Variante mit einer bisschen festeren Karkasse, um wirklich pannensicher zu sein. Ich kann auch festere Karkassen verwenden, wenn ich mehr Grip haben will, weil ich Reifen mit dickeren Karkassen mit weniger Luftdruck fahren kann und dadurch mehr Grip generiere. Manchmal sagt der Name was aus, nicht immer, aber manchmal liest man schon im Namen des Reifens heraus, dass er eventuell ziemlich gut rollt oder der Hersteller zumindest der Meinung ist, dass er gut rollt. Rollwiderstand am Hinterrad ist ein wesentlicher und da kann ich durchaus ein bisschen reduzieren mit den Stoppelchen, damit ich besser vorankomme. Aber man erkennt gut rollende Reifen meistens daran, dass sie in Laufrichtung abgeschrägte Stollen haben. Das ist unsere Fahrtrichtung, okay? Wir fahren von hier nach da. Und das ist ein Stollen am Reifen. Und wenn sich der Reifen jetzt dreht, haut jedes Mal so eine Kante in den Boden rein. Wenn so eine Kante in den Boden reinhaut, ist das grundsätzlich gut für den Grip. Schlecht, wenn der Reifen rollen soll, weil er halt nicht so gut rollen kann, wenn permanent Kanten in den Boden reinhauen. Darum sind bei vielen Reifen, die gut rollen sollen,
die Stollen abgeflacht. Und wenn ich dann obendrauf noch Stollen habe, die grundsätzlich flacher sind, dann werden die noch besser rollen, weil es weniger Rumpel die Pumpel gibt. Ganz einfach. Sucht euch Reifen mit abgeschrägten Stollen. Die funktionieren meistens auf weichem Boden prima und rollen trotzdem auch auf hartem Boden gut. Und wenn ich dann ungefähr weiß, welchen Reifen ich aufgrund dieser ganzen Auswahl treffen könnte, dann habe ich noch eines zu bedenken. In der Regel werden die Reifen mit zunehmender Pannenfestigkeit auch schwerer. Und irgendwo muss ich dann einen Kompromiss eingehen. Will ich wirklich ultimative Pannensicherheit und Grip, aber schleppe das schmeiste Gewicht mit, die meiste rotierende Masse, die ich jedes Mal von Neuem beschleunigen muss, wenn ich vorher abgebremst habe? Oder nehme ich einen Kompromiss in Kauf, dass ich einen leichteren Reifen wähle, vielleicht ein wenig Pannensicherheit aufgebe, dafür besseren Rollwiderstand habe und weniger rotierende Masse, die ich beschleunigen muss? Wenn ich weiß, ob ich mir das große Gewicht antue, weil ich ohnehin nur mit dem Shuttle und mit dem Lift rauf und dann wieder runter, ja, dann bin ich da in einer schönen Ebene, wo ich genau weiß, Hollo da roh, Panne, Panne, Grip, Vollprofil und Gamma. Ja? Wenn ich weiß, ich bin eher im Flacheren unterwegs und ich brauche einen guten Rollwiderstand, ja, dann sollte ich vielleicht auch die leichteren Reifen wählen, weil die vielleicht besser zu meinen Fahreigenschaften passen. Und wenn ich jetzt weiß, nach welchem Hinterreifen es mich verlangen wird, dann, ja dann, ist es Zeit für den letzten Punkt. Und der letzte Punkt ist ein ganz kleiner und eigentlich der unwichtigste. Der letzte Punkt sagt Marke und Optik. Klar kann ich mir aus meiner Lieblingsmarke dann die Reifen aussuchen. Logisch, aber wenn ich einen objektiven, sachlichen Blick auf das Ganze haben will, dann muss ich zuerst alle anderen Kriterien abhaken, für mich selbst finalisieren und mich dann mit dieser Auswahl auf den Reifenmarkt werfen und schauen, welcher Hersteller bietet mir so einen Reifen und in welcher Optik. Passt er meinen Augen? Passt er meinem Gefühl für, schaut er gut aus auf gut Deutsch? Oder nicht? Kauf keine Reifen, weil sie dein Lieblings-YouTuber verwendet oder irgendein anderer Promi damit rumfährt. Kauf den Reifen deshalb, weil er für deine Fahrerei, für die Art, wie du fährst, wo du fährst, womit du fährst, am besten passt. Also wenn es sonst nichts mehr zum Sagen gibt, hat noch eine Frage? Die Reifenauswahlkriterien des Doktors gibt es selbstverständlich als PDF zum Download. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Tja, im Prinzip gibt es sonst nichts mehr zu sagen. Hat noch wer eine Frage, will nur wer was wissen. Wenn ihr Fragen habt, was wissen wollt, schreibt es unten rein in die Kommentare, weil richtig, dafür sind die Kommentare da, dass man da was reinschreibt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt und der Doktor war in der Lage, euch den ein oder anderen Tipp fürs nächste Mal, für die nächste Reifenwahl mit auf den Weg zu geben. Vielleicht überlegt sich jetzt der oder die eine von euch, andere Reifen zu verwenden, als er vielleicht ursprünglich im Kopf hatte, ein anderes Profil zu verwenden oder eine andere Gummimischung. Fahrt den Reifen, der für euren Fahrstil, für euer Gelände und für euch ganz persönlich der besteste Reifen ist. Danke fürs Zuschauen, danke fürs wieder mit dabei sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin, passt auf euch auf, bleibt wie ihr seid. Tschüss, Baba und ciao.